Wenn du die Frau, die du magst, erobern möchtest, dann ist das doch ganz einfach, oder? Wenn du die Hollywood-Filme anschaust und siehst, wie der Mann mit einem CD-Player vor der Wohnung der Frau einen Song abspielt oder sie mit Blumen zum ersten Date überrascht, dann haben wir damals gedacht, ah, das muss ich also machen. So ging es mir zumindest. Ich habe mal einer Freundin von mir, mehr oder weniger, zumindest war ich in sie verliebt, zum Geburtstag Ohrringe geschenkt, ein anderes Mal eine Halskette und Blumen. Andere Leute sagen, dass Romantik tot sei, dass du das Gegenteil sein musst, richtig Alpha sein, Dominanz zeigen. Aber wir dürfen nie vergessen, das Herz darf dabei nicht auf der Strecke bleiben. In diesem Video bekommst du konkrete Beispiele, wie du sie verführen kannst, ohne dass es komisch wird oder dass sie es merkt. Und es wird euch beiden Spaß machen. Was machen die meisten falsch? Ist unser Ziel, Methoden zu verwenden, um in den Augen einer Frau höheren Status zu haben, sodass sie mit uns schlafen möchte, weil wir jetzt was Besseres sind? Und das ist das Einzige, worum es geht? Gott, das wäre eine ziemlich traurige Lebensweise und eine ziemlich egoistische Definition. Und das wäre keine Verführung, das wäre Selbstzerstörung. Der Grund? Damit würden wir unser gesamtes Leben darauf ausrichten, etwas von anderen zu nehmen, durch Vortäuschung falscher Tatsachen wohlgemerkt, um nur eine Sache zu bekommen. Bestätigung. Und natürlich ist das, wenn du danach ausgehungert bist, ein verlockendes Angebot. Ich möchte endlich wieder oder sogar zum ersten Mal Sex haben, um etwas zu bekommen, was mir fehlt. Und dafür nutze ich jetzt die Verführung. Ich habe die Schnauze voll. Ich werde zum Arsch. Wonach schreit das? Was würde jede schöne und vor allem intelligente Frau sofort bemerken und durchschauen? Es schreit nach Abhängigkeit. Und diese Einstellung ist für intelligente und emotional gesunde Frauen absolut abschreckend. Lass dir von niemandem sagen, du müsstest nur mehr Alpha werden, auf Frauen herabschauen, dominanter sein, deine Ellbogen ausfahren, damit sie dich will. Das ist der größte Bullshit, den du glauben kannst. Wenn du dich nicht verstellen möchtest, sondern lieber eine Beziehung auf Augenhöhe mit einer Frau gründen willst, dann kann dieser Weg bestimmt nicht deiner sein. Was ist eine viel gesündere und attraktivere Form der Verführung? Eine, bei der du dein Leben und ihr Leben nachhaltig verbessern kannst. Ein Weg, bei dem Frauen gerne in deiner Nähe sind. Nicht, weil sie sich dazu programmiert fühlen, sondern weil sie es aus Herzen gerne wollen. Weil sie dich liebt. Wobei würdest du sie so sehr verzaubern, dass sie gar nicht anders kann, als von Herzen dankbar dafür zu sein, dass du in ihr Leben getreten bist. Es ist diese Dualität aus Unabhängigkeit und Verehrung. Unabhängigkeit bedeutet nicht, auf sich selber nicht zu achten. Und Verehrung bedeutet nicht, dich für sie aufzuopfern. Eine Frau will einen echten Mann. Und damit meint sie nicht einen echten Mann, sondern einen echten Mann. Einer, der authentisch ist. Der sich ihr nicht vor die Füße schmeißt und alle seine Wochenendpläne über den Haufen wirft. Der sich nur für ihre Weltanschauung interessiert, aber keine eigene polarisierende Meinung vertritt. Wenn du eine Frau kennst, die du magst, aber sie weiß es vielleicht noch gar nicht, oder hat dir gesagt, dass sie nicht an dir sexuell interessiert ist, dann zeig ihr, dass du nicht ihre Bestätigung oder ihre Nähe brauchst. Flirte mit ihr, flirte mit allen, flirte mit anderen Frauen. Flirten ist nichts Verrücktes, es ist nur eine spielerische Art der Kommunikation. Das ist alles. Sag ihr einfach mal, du und ich, wir würden niemals funktionieren. Und ein anderes Mal sagst du ihr, wie wunderschön und hübsch sie doch heute aussieht. Und danach drehst du dich um und verabschiedest dich. Nicht, weil du es in einem Video aufgeschnappt hast, sondern weil du ihr dieses Geschenk einfach mal dalassen wolltest und unabhängig bist. Und jetzt musst du weiter. Andere Menschen haben auch deine Aufmerksamkeit verdient. Alles, was fehlt, ist manchmal nur noch, dass du sie auf ein Date einlädst, einen wunderschönen Abend mit ihr hast, eine tiefe Verbindung aufbaust und sie kennenlernst. Und wie du das machst, ohne dass es peinlich wird, bekommst du in diesem Video.